Und kommen wir zurück. Ich begrüße euch mit einem herzlichen Hallo, grüß Gott, Servus und guten Tag. Und drücken jetzt mal auf den Schalter, mal gucken, was passiert. Oh! Ah, da steht ja wieder einer. Manometer, Meter, Mano. So, dann gucken wir mal, wer da steht. Ein Tempelwächter, okay. Dann schauen wir mal, wenn wir mal die Waffe ändern. Auf jeden Fall mal wieder hier die super, für mich die jetzt die super Waffe. Und vielleicht mal auch Sackgänger und Sprengstoffpfeil einladen. Und erstmal den Tempelwächter mal gucken, was er hier so sagt, wenn er was sagt. Oh, das geht fix. Das könnte fix gehen. Na, kommst du ran an mich? Nö, kommt er nicht. Sehr schön. Ah ja. Ein alter... Oh, ich sollte echt mehr... Oh Mann. Oh, sie bleiben hängen. Glück gehabt. Lass mich mal vorbei. Oh, er kommt. Oh, er kommt. Er bleibt auch da hängen. Ist doch herrlich. Ist doch herrlich. Jetzt bleibt er da nicht hängen. Vielleicht kommt er noch ein Schrittchen auf mich zu. Vielleicht haut er mir noch eine. Ja, und er hat mir noch eine gehauen. Kann mich aber nicht befruchten. Gut. Oh. So was hat denn der Tempel. Ach, der hätte nur einen Knochen. Ja, ha, ha, ha. Das sieht gut aus, würde ich mal sagen. Wir haben nämlich hier wieder was zu lesen. Ich speichere mal lieber ab. Ja, und dann darf ich nochmal eine Neuerung hier erwähnen. Und zwar hier hat man mir vom Odyssey Mod Team und vielen Dank, lieber Alain. Nee, Black Pass, Blackie war es, aber Alain sowieso gedankt und alle anderen natürlich auch mit euren Kommentaren. Einen neuen Musikpatch hier geschickt, damit ich nicht immer die Musik an bzw. aus und anschalten muss. Was ist denn jetzt wieder los hier? Manometer. Toll, wir haben nichts gesehen wegen dem Buch nochmal. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wie schon gesagt, jetzt brauche ich die Musik nicht mal aus- und anmachen. Ja, ich trage zwar eine Brille, bin aber trotzdem irgendwie blind gewesen. Jetzt will ich doch mal gucken, wo treibt der sich denn rum? Da ist doch was. Wo kommt der her? Wo ist er plötzlich her? Da. Ach, dahinter hat er sich versteckt. Hinter dem Schrein da. Ja. Okay. Super. Und da war es auch wieder nur ein Knochen. Okay, dann haben wir hier ein Pult. Dann lesen wir das Pult mal. In Ruhe, hoffe ich. Ah. Der verborgene Tempel. Der Tempel im Tempel. Die Residenz Adanos, auf Erden beschützt durch Türen, die Tempel betreten. Ja, Vorsicht ist geboten. Dann gucken wir hier nochmal rein. Ihr könnt das natürlich pausieren und lesen, was dann hier steht. Wenn ich es zum Beispiel jetzt mal nochmal lesen sollte. Aha, Magie, Leute. Ich kann in den fünften Kreis. Hallo. Ach so, okay. So, wir haben 251 Punkte. Okay, ja dann, oh, hier haben wir schon wieder ein Knöpfchen. Ein Knöpfchen. Was haben wir hier? Adanos-Statue. Da können wir auch wieder Magie wissen, ne? Weiß nicht, ich will bitten und spende 100 Goldstücke. Magisches Wissen, also sehr schön, plus 1. 252 und das Trüchen, welches hier in Rüchen liegt. In Rüchen, auch gut. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, als hätte ich das geahnt, ne? Ohne den richtigen Schlüssel. Ja, was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt hier ein Knöpfche drücke oder was? Oder gucken wir erst noch mal hier, was hier ist. Das sieht mir verdächtig aus. Da ist ein Schalde hier. Ah, Schalde. Was ist das? Ich dachte, das wäre Teleport-Plattform. Oh, nee. Haben wir hier denn auch noch einen Schalter? Hm, ich sehe das nicht so richtig. Nein, hier ist kein Schalter. Ja, dann passt mal auf. Dann werde ich erstmal abspeichern und dann diesen Knopf als erstes drücke.
Hat sie was getan? Hallo? Hat sie was getan? Hat sie was getan, Leute? Ich sehe nichts. Hat sie hier was getan? Auch nicht. Okay, dann werden wir diesen Schalter mal betätigen. Hä? What is this? Jetzt muss man hier wahrscheinlich was puzzeln oder sowas. Bist du hier ein Schalter? Nee, die Fackel ist kein Schalter. So, was ist das jetzt wieder mit der Musik? Hat der Patch nicht gewirkt oder wie? Hm, schade. Naja. Jetzt drücke ich nochmal hier. Nee, warte mal, ich werde den Schalter nochmal betätigen. Hier diesen. Ja, nix. Immer noch nix. Kann natürlich sein, dass irgendwo außerhalb was ist. Ich hatte doch in der letzten Folge auch noch so eine komische Öffnung gesehen, eine Türöffnung. Also das verstehe ich jetzt gar nicht. Und auch die Mucke. Ich dachte, der Patch hilft was. Oder ich habe es eigentlich richtig installiert. Und die alte vorher deinstalliert. So wie Miss Blackie geschrieben hat. Und dann muss diese halt eben wieder anmachen. Von der Hand. So. Moment. Hier ist ein Schalter nochmal. Den habe ich wahrscheinlich übersehen, weil ich hatte als allererstes wohl. Stopp. Nee, nee. Die Tür ist es nicht. Sieht nämlich so aus, als müsste man hier. Hä, hey, jetzt wird es aber ein bisschen krisselig hier. Oh. Epic NPC Man ist leider nicht hier. Ah. Schöne Wandmalerei hier. Drück ich mal nochmal drauf. Schiebt sich die Tür wieder von unten nach oben zu. Okay, bei Knöpfen immer zweimal drücken. Ja, lol. Mal genau untersuchen hier. Ja, irgendwie noch was vergessen oder was übersehen? Puh. Ja, die Truhe hat sich jetzt irgendwie geöffnet. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Dass man ohne Schlüssel öffnen könnte. Nee, ist irgendwie nicht. Ja, ich bin irgendwie blind oder so. Vor allem, haben die denn überhaupt eine Funktion, die Schalter? Jetzt bin ich echt auf dem Schlauch stehend. Ich glaube, ich muss mal Hilfe zu. Ne, da ist der Schalter nicht. Ich muss mal Hilfe nehmen. Was mich wundert ist, was ist das denn? Das sieht aber nicht aus wie eine Teleport-Plattform. Jetzt ist der wieder in Ausgangsstellung. Ich muss mal was lesen. Da fällt mir ein, was ich mir aufgeschrieben habe: das göttliche Artefakt. Das sollte ich mal lesen. In den Fokusstein gefunden, dieser Tempel von Tadmor. Da sind wir jetzt drinne. Der Teleportstein in der Quellhöhle hat mich in das Innere des Tadmor-Tempels geführt. Jetzt muss ich nur noch das Artefakt suchen. Das ist ja schön, dass ich das suche. Das göttliche Artefakt in die geheimnisvolle Höhle. Das wird wahrscheinlich unter erfüllte Missionen ganz unten sein. Ich habe es geschafft, der Teleportstein in der geheimnisvollen Höhle beim Nomadenlager führt tatsächlich in das Innere des Tadmor-Tempels. Damit ist das Rätsel der Quellhöhle gelöst. Hm. Auch schön. Jetzt habe ich aber hier zu dieser Geschichte hier überhaupt keine Hilfe erhalten. Tja. Ja. Kombiniere laut Nick Knatterton
Wenn hier eine Truhe ist, wo ich einen Schlüssel für brauche, muss ich irgendwie jemanden finden, der diesen Schlüssel hat, damit ich dann hier weiterkomme. So ist meine Schlussfolgerung hierzu. Jetzt gehen wir wieder zurück und gucken mal. Das ist mir auch hier ein Rätsel hier. Das sieht zwar wie eine Eingangstür aus, ist aber okay, ne? Gucken wir, vergleiche nur die Portale. So, jetzt gehe ich wieder zurück und zwar hier hin. Ne, Moment mal, war ich eigentlich schon ganz oben? Das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ich muss mal eben kontrollieren. So, ganz oben war ich nämlich noch gar nicht. So, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Mit der Fackel habe ich nämlich auch herausgefunden, aber es ist schon ein bisschen länger her, den Geschwindigkeitsring wieder an und aus und an zu legen. Ich war nämlich noch nicht ganz oben, liebe Leute. Das ist aber jetzt sehr, sehr wickelig hier. Diese vielen Schatten. So, weil ich jetzt hier wieder am nächsten Tage oder neu spiele, also diese Folge hier neu spiele. Und man hat noch ein bisschen was zu tun. So, hier kommen wir nämlich nicht weiter, denn hier gibt es wieder einen Schalter, ne? Genau. Okay, dann pushen wir mal. Ach nee. Pyramide? Okay. Das ist die Pyramide. Da müssen doch hier Lollig, Bollig, Drollig sein, oder wie, oder was? Wo sind sie denn nochmal? Also das ist es. Ja, dahinter. Da sind sie. Okay, so viel zu meinem Orientierungssinn, ne? Okay. Jetzt gehe ich wieder zum Teleporter hin. Moment. Und zwar zu dem Teleporter. Ach, hier muss ich raufsteigen. Ganz ohne. Da springe ich dann mal eben hin. Und zwar diesen. Der müsste mich doch wieder zurückbringen, ne? So, das göttliche Artefakt ein bisschen einrendern. Ich werde hier nicht neu angegriffen. Gucken wir doch mal gleich. Nein, das göttliche Artefakt. Das war ja wieder. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Jetzt gehen wir mal hier hin. So, der Teleportstein im Tadmor-Tempel. Tadmor-Tempel hat mich in das Innere einer Höhle geführt. Aha. Gut. Okay. Was müsste ich jetzt machen? Merkurius Bescheid sagen? Mal gucken. Wo ist es denn jetzt? Ja, okay. Lager der Nomaden werden wir gleich machen. Nachdem ich dich aufgehoben habe und wieder eingesteckt. Ja, es wird ein bisschen diffizil. Hallo, Merkurius, aufwachen. Ich habe mal eine Frage. Ich habe nämlich so eine Höhle. Oh, verdammt! Was willst du? Ich was fragen. Ach, nee, ist nicht. Komme ich jetzt weiter oder komme ich jetzt nicht weiter? Soll ich hier später weitermachen? Das sind so Sachen. Hat jemand noch ein Bettchen für mich frei? Nee. Ha. Fünfter Kreis bitte sehr. Wo kann man den nochmal holen? Hier kann man den nee, nicht in Uga, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar hier. Tempel. Aber erstmal umtrecken. Rüstungen. Und zwar nehmen wir mal die Assassin-Magier-Robe. So. Mann. Damit wir wenigstens zu etwas kommen, würde ich mal sagen. Die Orks, die hocken im Schlafen. Die schlafen im Hocken. Der Wasserfall ist noch von der Sonne so richtig schön beschienen. So. Ich glaube, ich schlafe auch mal eine Runde.
Ach ja. Ja, mach, dass du wegkommst. Okay. Ja, ich bin ein bisschen still jetzt, weil ja, mach, dass du wegkommst. Weil ich jetzt ein bisschen innerlich ein bisschen am Rattern bin, so von wegen, jo, wie geht's jetzt weiter, außer dass ich jetzt mal den fünften Kreis lerne. Bei Almansor. Ist doch alles nur Gerede. Ich will den fünften Kreis der Magie lernen. Dann tritt nun ein in den fünften Kreis der Magie. Du wirst nun mächtigere Zauber als je zuvor beherrschen. Nutze ihre Macht für unseren Herrn Belia, denn Innors Licht bedroht noch immer unsere Herrschaft. In den sechsten und höchsten Kreis der Magie kann ich dich nicht mehr begleiten. Tartaron selbst wird dich einweihen, wenn die Zeit gekommen ist. Mhm. Was gibt's denn jetzt noch für Spruchrollen? Unterrichte mich. Moment mal zurück. Was ist denn das? Okay. Unterrichte mich. Dämon beschwören, Golem erwecken, Skelett erschaffen, Wolf rufen, Goblin-Skelett erschaffen. Boah, ist das teuer. Das ist echt teuer. Das wundert mich nicht. 18 Lernpunkte, ja. Ja, jetzt habe ich meinen Tag ausgesetzt, weil ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, einen gewissen Tangrok zu finden, und zwar für die Quest. Wo war die denn jetzt nochmal? Ja, ich stehe direkt drauf. Orgnia, ne? Haben wir ja schon gelesen. Und ich konnte diesen Tangrok nicht finden. Also, da musste ich halt eben nochmal im Forum fragen. Und da gab es auch Hilfe. Und da bedanke ich mich recht herzlich. Die einen sagen da, die anderen sagen da. Beziehungsweise, Lecky hat gesagt, der ist noch in der Höhle. Und, nee, das ist auf der anderen Seite. Das ist eine Ecke gewesen. Moment mal, wo war denn die Höhle nochmal? Die war, dürfte hier gewesen sein. Also, wirklich, das ist, das gibt's Ecken, die hast du schon wieder vergessen. Und zwar hier. Da ist er drin. So, ein bisschen einrendern hier. Und ich musste mir noch alte Folgen angucken, weil ich echt wissen wollte, wo habe ich denn den Tangrok zum ersten Mal gesehen. Ja, ne? Denn ich wollte doch unbedingt hier nochmal für diese Folge... hier ist er nämlich. So, das ist ein Ork-Krieger. Für diese Folge nochmal hier zum Schluss kommen. Und da ist endlich der Herr. Liebe Herr Tangrok. Hey! So, und jetzt kommt das Ekelpaket Kruschok. Kruschok ist ein richtiges Ekel. Ich sehe, dass du ein sehr kluger Mocher bist. Leider merkt es aber nicht der große Shakarosh. Kruschok sollte nicht länger Vertraute deines Herrn sein. Ich finde, dass der große Schamane dir allein vertrauen sollte. Mocher, deine Worte klingen gut in meinen Ohren. Doch wie soll ich es anfangen, dass Shakarosh mir allein vertraut? Hat denn dieser Kruschok überhaupt keine Schwächen? Ich glaube schon, dass Kruschok Schwächen hat, Mora. Doch leider ist er schlau genug, diese zu verbergen. Hat Kruschok denn keinen, dem er sich anvertraut? Er spricht nicht viel, Mora. Außer zu Wambeck. Das ist sein Vertrauter. Dann könnte uns ja vielleicht Wambeck verraten, welche Schwächen Kruschok hat. Ich glaube nicht, dass Wambeck das tun wird, Mora. Aber du kannst ja mal mit ihm reden. Man kann ja mit ihm mal reden, mit dem Wambeck. Und der ist ja vor der Arena, das weiß ich. Weil ich ja gesucht und gesucht habe, bevor ich mich mal ins Forum begab. Ja, herrlich. Dann werden wir mal, stopp, in die Richtung gehen und den Herrn Wambeck mal fragen, nicht? So, und jetzt rede ich auch wieder ein bisschen mehr. Ja, wo haben wir denn den Wambeck? Der muss auch hier sein. Da ist Wambeck. Ich speichere mal. Gucken, ob uns noch mal ein bisschen hier was dazu getextet wurde.
Allerdings weil es natürlich so Schwächen hat, da vertut, okay, das ist genau das gleiche, was auch eben der Tankrock gesagt hat. Also Wambeck. Can you tell me something about Krushok? Was weißt du über Krushok? Er ist ein starker Krieger. Er ist ein sehr geschickter Jäger. Er ist ein großer Ork. Krushok ist also ein guter Krieger. Krushok sei ein guter Krieger. Und Wambeck haben Vertrauen von großen Ork. Und darum werden Wambeck jetzt nicht mehr über großen Krushok sagen. Ja, wie es ja auch schon der Tangrok gesagt hat, was nun? Was nun? Gehen wir wieder zurück? So, Tangrok. Wambeck will nichts sagen. Wollte nichts über Krushok sagen. Wambeck wollte nichts über Krushok sagen. Außer, dass er große Lobreden auf ihn hält. Dachte ich es mir. Wambeck ist großer Vertrauter von Krushok. Werden nicht sagen, was Schlechtes über Krushok. Kann man diesen Wambeck nicht vielleicht bestechen? Was mag er denn so? Ich glaube nicht, dass du Wambeck bestechen kannst, Mora. Dieser Wambeck liebt nur starken Rum, sonst gar nichts. Er liebt also Rum. Ja, Mora. Wambeck ist ein großer Säufer. Er kommt nie genug. Alles klar, der Herr Wambeck ist großes Säufer. Würde ich mir das sagen? Ah, ich sollte mir mal ein paar Flaschen besorgen. 6 Flaschen werden hoffentlich genügen. Dann gucken wir doch mal, ob wir die im Inventar haben. So, hier haben wir echt das Seemannsgrog, dann 11 weißen Rum. 17 sieht gefährlich aus. Und sonst noch irgendwas und halbes Rum. Ich schätze mal, ich habe wohl, und da unten ist noch was. Ein Quellwasser. Noch nicht gesehen, aber jetzt gehen wir mal wieder zu Wambeck rüber. Und ja, was war noch mit Österreich? Da ist mir nämlich was eingefallen dazu in dieser Folge, am Tag davor. Es fällt mir nicht mehr ein. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar so neue Wortschöpfungen, beziehungsweise so Sprüche, die ich mal gehört habe. Die will ich noch eben loslassen. Tomaten sagt man in Österreich Paradies dazu. Gleich rede ich weiter. Erstmal will ich mal mit Wambeck reden. Trinkst du gerne rum? Ah, ja, Mora. Wambeck trinken gern, trinken viel rum. Hast du welchen für Wambeck? Ja, hier. Ah, gut rum, viel rum. Mehr rum, Mora, mehr. Aha, jetzt kann man sich das hier... Tja, wie machen wir denn das jetzt? 1, 5, 4? Ich gebe mal alle, ich brauch das Zeug ja eigentlich nicht. Hier hast du 5 weitere Flaschen rum. Ah, gut rum, viel rum, sehr viel rum. Vielleicht wird er ja besoffen oder sowas und erzählt dann was. Gluck, 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 weg war's. Alter Schwede. Ja, die Musik ist leider wieder ausgefallen. Trotz Patch, neues Patch. Ups. Oh, viel so viel rum. Jetzt rede. Hat Krushok mal etwas gemacht, was nicht ehrenvoll für einen Ork ist? Wambeck kann ich denken. Wambeck kann ich sprechen. Wambeck müssen Ruhe haben. Rum sehr stark. Zu stark. Geh, Mora. Lass mich in Ruhe. Ober, ja. Wambeck wird nicht mehr Rum vom Mora nehmen. Geh, Mora. Geh. Das war jetzt wohl... Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich zu sehr besoffen gemacht. Das ist jetzt dull. Jep. War das jetzt zu viel rum oder was oder wie? Mal gucken, was der Herr Tahangrok nochmal sagt. Ja, also die Tomate, sagt der Österreicher. Paradäser zur Schlagsahne, sagt der Schlagobers. Und wenn sich jemand verpissen soll, dann sagt der Österreicher... Dann sagt der Österreicher, und das finde ich richtig cool, geschäßen, komm geschäßen. Habe ich in der Serie mal gehört, die Vorstadtweiber. Und
Ja, Tangrok. Ich glaube, ich habe die Quest versemmelt. Kann das sein? Kann das sein, dass ich die Quest versemmelt habe? Weil ich dem zu viel rumgegeben habe. Mein Herr, warum habe ich denn so viel rumgegeben? Tja, da muss ich wohl was anderes machen. Soll ich ja von vorne anfangen. So, auf ein neues. Die Dosis war wohl zu hoch. Trinkst du gerne rum? Ah, ja, Mora. Wambeck trinken gern, trinken. Ja, hier. Okay, das ist erstmal die Probeflasche, ne? Probierfläschchen. Ah, gut rum. Mehr rum, viel mehr rum. Ich gebe mal erstmal eine Flasche, mal gucken, vielleicht. Hier hast du noch eine weitere Flasche rum. Will er nochmal. Ah, gut rum, viel rum. Kann ja sein, dass jetzt noch eine Gesprächsoption dazukommt. Ich weiß es nicht. Rum. Hätte ruhig mehr sein können, Mauer. Okay. Jetzt rede. Hat Kuschok mal etwas gemacht, was nicht ehrenvoll für einen Ork ist? Kuschok? Ich werde dir nichts verraten über Kuschok, Mauer. Du meinst, Wambeck betrunken zu machen und dann Wambeck reden, was? Nun ich. Verschwinde, Mauer. Sonst Wambeck dich schlagen tot. Also das ist der Beweis dafür. Okay. Jetzt mache ich mal zwei. Hier hast du zwei weitere Flaschen rum. Okay. Ah, gut rum. Viel. Ich dachte schon, der wäre jetzt wieder sauer. Okay. Umama. Dann hat er insgesamt Jetzt hat er vier Flaschen getrunken. Gut rum. Hätte ruhig mehr sein können. Noch mehr? Jetzt rede. Hat Kuschok mal etwas gemacht, was nicht ehrenvoll für einen Ork ist? Nein. Kuschok? Ich werde dir nichts verraten. Du mein Wambeck. Nun ich. Verschwinde, Mora. Sonst war. Ja, schade. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt sind vier Flaschen. Gebe jetzt noch eine Flasche dazu. Hier hast du noch eine weitere Flasche rum. Ah, schwierig. Viel rum. Wenn er sich nochmal beschwert, dann. Guter Rum. Jetzt rede. Kuschok? Du mein Wambeck betrunken? Nun ich. Verschwinde mal. Sammelt sich das jetzt nicht an? Also Alkoholgehalt meine ich jetzt? Da muss ich dahinter kommen. Das ist ulkig. Ich gebe jetzt nochmal vier. Hier hast du vier weitere Flaschen rum. Gut rum. Viel rum. Ich habe nicht in eine Lösung oder sowas geguckt. So, jetzt mal einmal. Ich lache mich kaputt, wenn er jetzt gleich wieder zu besudelt ist. Ja, die Orks sind kompliziert. Ich habe nicht in eine Lösung geguckt. Steht ja nur sechs Flaschen rum. So. Guter rum. Aber jetzt reicht. Jetzt rede. Hat Kuschok mal etwas gemacht, was nicht ehrenvoll für einen Ork ist? Kuschok. Ach ja, Kuschok. Kuschok nicht immer tapfer, nicht immer ehrenvoll. Kuschok machen mal sehr großen Fehler. Welchen großen Fehler hat denn Kuschok gemacht? Das Wambeck nicht wissen. Das wissen nur Champok, der Wambeck davon erzählt. Ist Champok ein Ork? Ja, Champok ist ein Elite-Ork. Große Kriege. Wo finde ich diesen Champok? Hier in Ashtot? Nein, Champok nicht sein in Ashtot. Sein irgendwo in Berge. Weiß nicht wohin. Wambeck kann nicht weiterdenken. Wambeck kann nicht weitersprechen. Wambeck müssen jetzt Ruhe haben. Ruhm sehr stark. Zu stark. Wambeck wird nicht mehr rum von Mora nehmen. Geh, Mora. Geh. Dann gucken wir doch nochmal ins Loggi-Boggi. Jep. Okay, Wambeck ist mal misstrauisch geworden, aber Wambeck hat mir im Suff erzählt, dass Kuschok vor nicht allzu langer Zeit etwas sehr Schlechtes gemacht hat. Was dies ist,
Weiß er allerdings nicht, doch soll es ein Ork wissen, der Champok heißt. Dieser Ork ist nicht in Ashdod, soll aber irgendwo hier in Varan zu finden sein. Mal überlegen, wo habe ich diesen Namen schon mal gehört. Ich habe ihn nochmal gehört. Und zwar, das werde ich aber dann halt eben in der nächsten Folge verraten, wo der ist. Macht's gut und einen schönen Sonntag dann noch, ne? Bis zum nächsten Mal. Einen kleinen Daumen und eine Bemerkung, Kommentar ist erwünscht. Ciao.